ihre Kinder. Ja, sind schon verrückte Typen, die Jungs von Suede. Ha, so um 18.16 Uhr nochmal einen drauf und schon geht's uns besser in 1 Live. Dabei ist es gar nicht so. Ich bin nachdenklich, weil jetzt, wo Schnee gefallen ist im 1 Live-Sektor, können wir endlich nach Frankreich zum Borden fahren. Oder so. Die Ski schnappen und das Board und ab geht's. Würde ich ja gern, aber ich weiß ja nicht, was man da so trägt. Ne? Man muss ja da auch immer ein bisschen auf die Mode achten. Ich glaube, mein Thermoanzug ist aus. Nein, bitte nicht! Was ist das für ein Schwachkopf, der das frisst? Ich weiß nicht wofür. Zahle ich noch GZ-Gebühr? Papieren!
eiskalten Winternacht, da lag er schon im U-Bahn-Schacht. Dann hat er nochmal nachgedacht und ein super Abitur gemacht und ist jetzt Universitätsprofessor. Dem Gymnasium-Prof boxen unten Augen raus und es geht auf das Gerücht, dass er eine Sau ist. Der Gymnasium-Prof gibt sein ganzes Geld im Sexshop aus und das, obwohl er angeblich so schlau ist.
Gefangene folgt mir. Wohin bringt der Roboter uns? Zweifellos zum Imperator. Hoffen wir, dass wir vernünftig mit ihm reden können. Und was ist, wenn wir das nicht können? Dann haben wir immer noch meine Pistole. Wir sind meistens morgens schon mit Drogen zugeknallt.
diese Uniform an. Schnell, beeil dich doch. Passt wie angegossen. Hast du sie für mich schneidern lassen? Du siehst gut darin aus. So männlich. War wohl nicht anders zu erwarten. Yeah.
sagst,